Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 4 und ich möchte euch heute eine neue Fahrplan-Mod vorstellen vom lieben, ja, einen Augenblick, Red Devilin. Ja, und er hat Lucian Sursee wohl überarbeitet und dafür einen neuen Fahrplan erstellt. Soll den Fahrplan von diesem Jahr darstellen, enthält die S1 nach Sursee, S9 bis Emmenbrücke, den RE24 bis nach Sursee sowie den IR Interregio, schätze ich mal, 15 und 27 bis nach Sursee. Aufgrund der falschen Fahrzeuge werden dort aktuell Doppelstückzüge von der Main-Spessart-Bahn eingebracht. Ja, was benötigen wir? Wir benötigen Main-Spessart-Bahn. Ah, okay. Rhein-Ruhr-Nord ist ein bisschen verkehrt. Wahrscheinlich Ruhr-Sieg-Nord oder Rhein-Ruhr-Ost. Ich habe keine Ahnung. Und Kassel-Würzburg und so weiter. Allein für die Aussage und so weiter, ne? Gibt schon direkt eine Backpfeife. Bock, Pock, Pock. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt alles funktionieren wird, weil alle Strecken habe ich jetzt auch nicht. Deswegen wäre schon cool gewesen, wenn drin steht, welche Dinger benötigt werden und welche nicht. So, wir haben hier drei Fahrzeuge jetzt am Start. Ja, sechs. Ach so, stimmt, die sind ja noch. Ach, ich hoffe, das funktioniert überhaupt, weil ich habe da ja ein Modpack von Hanna noch mit drin. Eieiei. Wir werden sehen, mein Spessartbahn. Wir nehmen die mein Spessartbahn-Variante. So, wir haben mit der 146. Echt ein paar Fahrplanfahrten. Ich weiß zwar nicht wohin. Doch, Lucian Sursee. Der pendelt durch innerhalb von 20 Minuten. Machen wir das mal. Ja. Von Luzern dahin. Sommer. Passt. Machen wir erstmal die Tour. Und dann gucken wir mal, was uns entgegenkommt. Ich weiß auch nicht, ob KI-Verkehr vorhanden ist oder nicht. Wir werden es sehen. Da ich aber weiß, dass da ein echt Güterzüge fahren, ne? Finde ich es jetzt auch wieder ein bisschen schade, dass wir da keine Güterzugdienste mit drin haben. Muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Mal gucken, ob das überhaupt jetzt alles funktioniert. Ist nämlich Premiere. Aber es sieht schon mal gut aus. Also wir sind jetzt da, wo es sein soll. Grafik ist auch bei mir mittlerweile sehr stark am Nachladen, wie man sieht. Finde ich schon krass eigentlich. Ich verstehe auch nicht, woher das kommt, das Nachladen. Ich habe das jetzt neulich auch schon beim TSW4 Repainter, sprich Nico Bennys oder Nico King, ein paar Mal in seinen Videos gesehen. Er hat das Problem auch auf Konsole. Ja, das war früher nicht so. Ich weiß auch nicht, ob hier die Zugsicherung überhaupt funktionieren wird. Wir werden es sehen. So sieht der Hobel hier aus. Leider in der DB-Lackierung. Hätte man natürlich auch vielleicht kombinieren können mit ein paar Mods von der lieben Hanna. Weil es gibt hier manchmal auch mittlerweile andere Doppelstockzüge in SBB-Farben. Ja, gut. So, ansonsten haben wir hier rechts den Hobel. Und wie man sieht, ist der Bahnhof vollkommen... Ah, super. Ich bin ja jetzt schon wieder begeistert hier von dieser Strecke. Der Bahnhof ist voll ausgestattet. Hier ist richtig viel Verkehr. Also, ich habe so eine Ahnung. Also, entweder finden wir ein paar Strecken. Oder wurde hier wirklich geschludert? Ich weiß es noch nicht. Mann, das ist ja nicht das erste Mal. Das für ein Fahrplan-Mod hatten die schon direkt von vornherein irgendwie so, semi-gut war. Aber wir müssen mal gucken. Wir fahren so zwei, drei Touren. Erstmal fahren wir jetzt bis nach Sursee. Wir müssen ja eh noch ein bisschen warten. Da kommt sogar ein Zug. Beides entriegeln, verriegeln. Na, immerhin. Ja. Fahren wir ab.
Haben wir eigentlich eine Parallelabfahrt? Ne, er kann sich noch nicht entscheiden, ob wo er hin will. Aha. So, wir müssen daran denken, dass unsere Signale auf links stehen, nicht auf rechts. Sifa. Ja, die Sifa muss sein. Hat anscheinend wirklich vor uns Ausfahrt. Spannend ist auch. Ah ne, wir sind ja. Ja, okay. Wir haben Linksverkehr hier, stimmt. Da war was. So, halten wir den Hobel mal hier vorne wieder an. Die Frage ist auch, wann fährt der aus? Also es sind definitiv nicht alle Bahnsteige besetzt, bedient, ja. Ich weiß, ist natürlich die Frage, wie ist das denn echt? Fahren hier nicht in echt Züge ab? Ne, hier fällt einer. Viertel nach zwei fährt hier einer ab. Der rechte Bahnsteig ist nicht bedient. Dann haben wir hier auch... Ach stimmt, wir haben ja Bahnsteige mit Mehrfachverwendung, ne? Also das heißt... Es halten dort mehrere Züge. So, der Kollege fährt jetzt aus. Ja, der hat schon... Okay. Mit Verspätung. Der wird auch noch stehen bleiben und parken. Dann kommt hier einer um 13:44, ja. 14:02. Nicht einsteigen, 0:21, ja, ist klar. Hier hinten, die sind nicht in Benutzung. Okay. Hält hier denn was? Nö. Also nur die rechten. Gut, also Individualverkehr scheint gänzlich zu fehlen. Schade. Das hätte ich ja schon gefallen, wenn jetzt hier links auch Züge in einer anderen Himmelsrichtung unterwegs wären. Wir können mal gucken. Sieht das Ganze hier aus? Rangierfahrten scheint es, glaube ich, auch nicht so zu geben, aber wir hätten ja KI-Verkehr haben können, hier von hier aus nur eben da rein, selbst wenn die nur im Hintergrund rumfahren. Schade. Hm. Das ist wirklich schade. Aber gut. Meine Hoffnung ist immer noch, dass wir da KI-Verkehr im Hintergrund haben werden. Form von irgendwelchen Güterzügen, die einfach nur durchfahren. Das ist ja relativ egal. Zugbeeinflussung. So. Wir sind um 47. So sehr sein. Das ist in 13 Minuten. Also muss ich sagen, top die Wette gilt. Irgendwie die... Hat hier auch noch mal einen Zaun. Habe ich da ein Modpack drin, was den Zaun betrifft? Interessant. Wusste ich auch nicht.
Ich bin ja schon lange nicht mehr gefahren, die 146, ne? Lassen trotzdem mal die Signale an. Kann ich das nicht nur? Ich will doch nur das eine da haben. Naja, gut. Fahren wir einen Tick zu flott. Der fährt komplett ohne Licht, okay. Und wir sollen mit dem Ding auch direkt durchfahren, bis so sehen, ne? Ja, warum nicht? Sie fahren. Aber der Fahrplan ist gut, seht ihr? Straße ist voll mit Autos. Nein. Also ich fand den Bahnhof gerade ein bisschen leer, ne? Muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Kann man halt erwarten. Zugbeeinflussung. Sie fahren. Okay, wir haben jetzt natürlich auch das Problem, dass wir den hinter dem anderen her tingeln, ne? Wahrscheinlich hätten wir jetzt zuerst ausfahren dürfen. Regulär. Ist natürlich jetzt ein bisschen bitter. Wenn wir da jetzt wirklich konsequent... konsequent die Regionalbahn vor uns haben. Bahnhof. Aber auch hier links, ne, da hätte man sich auch schon mehr Liebe geben können beim Bauen. Ich meine, die Autos fahren quer durch die Straße und diese Querfeld ein. Ja. Muss man ja fairerweise sagen, das geht auch schöner. Müsste also immer noch mit Halt rechnen. Konsequent halt erwarten. So. Interessant. Also ich glaube nicht, dass wir diesen Fahrplan einhalten können.
den wir da haben wollten. Und es liegt noch nicht mal an mir. Aber auch hier, man hätte hier auch über Fahrzeuge parken können, irgendwelche Eisenbahnwagen, solche Sachen, ne? Wäre schon cool gewesen. Ich meine, die Taktung ist schon relativ dicht, ne? Muss man mal ehrlich, fairerweise sagen. Müssen mit rechnen, wir jetzt sofort stehen bleiben müssen. Auch interessant, die ganze Zeit so ein Ritter zu tingeln. Jo. Ach, guck an, jetzt haben wir auch gleich da vorne grün. Regulär habe ich es nicht gesehen, nur jetzt oben durch die Anzeige, deswegen halte ich mich erstmal die 40. Einfach aus normalen Gründen. Ja, jetzt kann man es erkennen. Wir haben Fahrt. Gehen wir mal Gas. So, das ist eigentlich ganz simpel, ne? Grün, gelb ist langsam werden und halt ist rot. Das kriegt man ja wohin. Also bisher, ja, mit dem ETCS ist das ja anders, da achtet man nicht so auf die Signale, weil der PC einem das ja vorgibt. Am Leistungsschwanken. Ich rede da drin nicht durch, ja, jetzt macht das, jetzt hält das. Kilometer. Wir sollen 5 Minuten das schaffen. 4 Minuten, top die Wette gilt. Das will ich sehen. So, also was man schon sagen muss, hier ist schon schön dicht getaktet unterm Strich hier, ne? Also, das auf jeden Fall. Also, ist jetzt wirklich viel, was uns entgegenkommt. Ich habe gar nicht mitgezählt, wir fahren ja 20 Minuten, da waren jetzt bestimmt schon 4-5 Züge. Also das muss man schon ganz klar sagen. Taktung ist cool. Was mir leider fehlt, wirklich Güterverkehr. So wie es aussieht bisher. Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie auch so hier Stückgutverkehr, die mal irgendwie zu kleinen Firmen und Fabriken fahren, ne? So Kleinigkeiten. Das fehlt so ein bisschen. Und selbst wenn hier nur was rumsteht. An Fahrzeugen.
Wäre schon cool. Naja, schreibt es in die Kommentare. Wie ist denn euer Eindruck jetzt? Eigentlich sollte man dann nur am Ziel sein. In der Praxis glaube ich nicht dran. Auch hier wieder interessante Hallen und beim Gucken. Weil wir sind in der Schweiz, ne? Warum ist in der Schweiz ein deutsches Andreaskreuz verbaut? Kann mir das mal jemand erklären? Warum sind auch hier hinten die Gleisanlagen nicht zugänglich? Ist das nächste. Haben da welche? Warum hat man da eine unsichtbare Wand hingezogen? Finde ich auch schade. Aber grundsätzlich halt so Sachen wie hier dieses Andreaskreuz, ne? Warum? Wir sind nicht in Deutschland. Oder auch hier wieder. Warum ist hier eine unsichtbare Wand vorgezogen? Wirklich, wirklich schade, weil... Guckt euch mal an. Ja, okay, jetzt sieht man nicht viel. Er macht gerade eine Schnellbremsung. Das ist auch gut so. Weil... Ja, wir sind hier zu spät. Nein. Aber guck mal, auch hier diese Fabrik. Ich weiß nicht. Ich meine, klar, die unsichtbaren Wände, ne? Aber man hätte ja durchaus... auch hier noch den Bereich mit einbeziehen können. Da oben haben wir gleich wieder. So, wir gehen jetzt mal dahin, wo wir stehen. Aber solche Sachen, ne? So grundsätzlich, das ist halt so nicht an dem Ersteller hier von dem Fahrplan, sondern eher an den Ersteller dieser Strecke. Eine gute, berechtigte Frage, oder? Wozu hat man Schienen? Stränge stehen, die nicht erreichbar sind für den Spieler. Also von vornherein zugemacht werden. Das ist so eine Sache, verstehe ich nicht, weil... Schaut ja keiner, ob man da eben links runterfährt oder nicht, oder? Und das muss ich auch sagen, ist so eine Sache. Schade. Da verschenkt dann so eine Strecke doch unnötiges Potenzial. Ich meine auch nur, wenn es um den Free-Roam-Mode geht, ne? Bremsen. Ja. Aber auch ungewohnt, ne? Also
von vornherein zu wissen, dass man Verspätung fahren wird. Und das in der Schweiz. Also, krass. So, noch 7 Kilometer bis zum Ziel. Ja, Fazit bisher ist ganz nett. Könnte aber auch mehr sein. Also mir fehlt hier wirklich so ein bisschen Güterverkehr nebenbei, ne? Das muss man mal ehrlicherweise sagen. Da hätte man dann auch wirklich so querbeet ein paar Lokomotiven nehmen können. Wie die Vectron. Oder auch die 185, schätze ich mal. Vielleicht auch, keine Ahnung, Class 66. Ich weiß nicht, welche Loks überhaupt so eine Zulassung für die Schweiz haben, ne? Aber Taurus müsste auch gehen. Ja, irgendwie so was. Nächste Station, Sursee. Langsam aber sicher dann dahin kommen, wo wir hin wollen. Also sagt 2,5 Kilometer. Werden wir spätestens in einem auch bremsen müssen. Also spätestens hier hinter schon. Da war ein Gelb. Da war ein Gelbes halt erwarten. Okay. Ja. Kann man machen. Müssen trotzdem noch was langsamer werden. So. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Gut, dann halten wir den Hobel jetzt mal an. So. Dann haben wir die Zufahrt schon mal abgeschlossen. Bis nach Sursee. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben. 20 Minütchen. Vielleicht ein Ticken länger. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 5 vor 2. Wann kommt denn hier der nächste Zug? 8 Minuten Verspätung. Boah. 8 Minuten Verspätung, ja. 14:12 Uhr kommt einer. Da ist dann wieder die Regionalbahn, die wir jetzt gerade haben, wahrscheinlich. Hier hält gar nichts. 14:18 Uhr. Mhm. Bring da noch Gandalf. Mhm. Ja, 28 Minuten sind wir die Tour gefahren. Zurück zum freien Spiel. Perfekto. Der Ruhe ist jetzt gleich weg. Hier oben hätte man auch was haben können. Ja, 14:12 kommt einer. Na, irgendwo 20 Minütchen. Ja. Ja, gut. 15-20 Minütchen. Kriegen wir gleich hin. Ich denke mal, ich werde dann vorspulen. Oder wie machen wir das? Ja, ne? Aber dann bringe ich direkt den ganzen Fahrplan wieder durcheinander. Dann haben wir den hier überhaupt so unterwegs. Ist denn irgendwas noch hinter uns? Nö. Hier ist alles auf Halt, Halt, Halt. Und da kommt wieder eine Regionalbahn. Ach, der ist schon weg. Dann war der Gegenzug. Wenn wir pünktlich gewesen wären. Na, das darf man nicht vergessen. Hier ist auch... Hier steht... Ja, also, gut, 15 Minütchen kommen wir jetzt weg, so wie es aussieht. Ich würde so bauchgefühlsmäßig sagen, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Und vielleicht kommt ja ein Zug, und sobald ein Zug kommt, sehen wir uns wieder. Jetzt haben wir 13:58 und damit sage ich dann quasi bis gleich und ich warte einfach, weil ich komme hier eh nicht weg. So. So, weiter geht's. Ja. Irgendwie gibt's da so einen kleinen Grafikfehler. Alles egal. So, der Zug kütt. Wenn ich richtig gesehen habe, kommt da jetzt was. Ich hoffe, das ist das Passende. Da ist der Hobel, den wir gerade gefahren sind. Jetzt ist natürlich die spannende Frage: Welcher von denen ist das? Ist das der 0:33 Zug oder der andere? Steht auf jeden Fall nicht einsteigen dran. Aber ich glaube, den nehmen wir. Ich vermute, das ist der Rubel, den wir gerade gefahren sind. So vom Prinzip her.
Captain Hugo sitzt vorne. Sie war in dem Fall ein weiblich. Wir haben hier eine Straßenbahn. Oder so was, eine Art zumindest. Auch nicht schlecht. Können wir mal reinschauen? Mal gucken. Ne, ich darf noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten. Aber der Zug ist schon mal da. Warte mal. Ich kann aber das machen. Das geht, das dürfte eigentlich keine Fehler verursachen. Aber noch tut sich nichts. Wir dürfen übernehmen. Dann übernehmen wir jetzt. Das ist wahrscheinlich der gleiche Rubel, den wir gerade gefahren haben. So, so. Müssen wir natürlich noch hier den Bremsschlüssel aktivieren, genau. Was soll da jetzt wieder 20 Minuten zurück sein, na? Ich bin mal gespannt. Wir können mal umstellen hier auf Luzern, ne? Lenzburg? Nein. Aber cool ist, dass wir die Sachen auch drin stehen haben. Was hat er alles artig gemacht? Ne, ist eine andere Lok. Die ist eine andere Nummer. Gut. Also nicht der Hobel, mit dem wir gekommen sind. Denke ich. Glaube ich. Weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, dass es was anderes sein wird. Von hinten kommt jetzt gerade wieder nichts. So, mal ein bisschen nicht hier drin, ne? Können wir das können wir ruhig ausmachen. Wunderbar. Auf geht's. Ab geht's. 3 Tage wach. Da kommt die Konkurrenz. Ja, ich lasse ihn oben doch an. Hat einen Hintergrund. Ich habe jetzt doch keinen Bock, hier gleich irgendein rotes Signal zu überfahren. Aber nur für die Sicherheit, ne? Um mich dann zu ärgern. Deswegen. Nehmen wir mit. Ich habe jetzt ja auch keine Zugsicherung an. Kann gar nichts. Aber jo. Also wie gesagt, was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendwie Güterverkehr. Glaube ich. Ja, so ein paar Güterzüge, die einfach nur rumfahren. Ob das jetzt KFI-Verkehr ist oder regulär, keine Ahnung, wäre mir egal. Aber irgendwie so ein bisschen Zugverkehr. Wäre schon nicht schlecht. Falls es auch gibt, vielleicht auch noch irgendwie Fernzüge, die hier rumeiern. Wie gesagt, vielleicht auch als KI-Verkehr. Das spielt ja keine Rolle, aber. Weil wir sind ja hier auf einem relativ kurzen Streckenabschnitt nur, ne? Aber irgendwie sowas wäre schon cool gewesen. Weil ich glaube, Fernzüge, weiß ich gar nicht, fahren hier Fernzüge? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst.
So. Ach, der Danny schreibt mir. Ach. Ja, gerne, dass ich in deinem Livestream vor ein paar Tagen war. Wenn ihr das Video seht, ist es schon wieder her. Ja, und danke für deinen Kommentar zu dem zweiten Gasstation Simulator Video. So, wir müssen natürlich immer noch gucken, wann wir irgendwie wieder Halt kriegen. Aber momentan rollen wir hier ganz gut. Also wirklich ganz schick. Ich meine, ungewohnt, ne, hier mal nahverkehrsrote Züge zu sehen. Ehemaliger Bahnhof gewesen, glaube ich. Weiß es nicht, aber ich schätze mal. Irgendwie sowas oder ein Bedienstetenhaus. Ja. Aber cool wäre es wirklich gewesen, wenn man hier noch irgendwie Mod-Fahrzeuge mit drin hätte. Beispielsweise wirklich die Dinger irgendwas passendes als Mod. Das wäre schon nicht schlecht. Ich habe das beim Danny gesehen. Der Danny hat auf jeden Fall auch irgendeine Fahrzeugmod mit passenden SBB-Wagen. Ich meine, die wären von Hanna. Ich habe die auch mal gehabt. Die waren aber damals, seinerzeit für TSW 3. Da gab es die dann auch als Metronom-Lackierung. Ich glaube auch als Intercity 2. Sowas in der Art. Das implementiert in den Fahrplan. Boah, das wäre schon cool. Sag doch mal einer, weil wir viel zu schnell fahren. So. Also positiv ist, ich habe jetzt bremsen können. Ah, okay. Hat er gefuttert. So. Ach, jetzt kommt auch noch Nebel. Nicht Nebel. Regen ohne Wolken, Leute. Regen ohne Wolken. Ah doch, jetzt zieht es sich langsam doch ein bisschen zu. Aber so schnell kann es gehen. Strahlender Sonnenschein und zur nächsten Sekunde ist es ohne Wolken auf einmal. Nass. Ja, man muss natürlich auch so sehen, ne? Ist natürlich auch eine freiwillige Sache, so ein Fahrplan. Und ich weiß nicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Kann ich nicht sagen. Stand da gerade ein Tier? Ah ne, Holzstumpfe. Okay. Aber gut. Also Güterzüge wären schon cool gewesen. Dann am besten auch irgendwie eine SBB-Lackierung, ne? Ist klar. Wenn man sowas hat. Oh, das wäre echt schon cool gewesen. So. Müsste jetzt gleich das Stück Käse kommen. Also, das aber nicht. So, was kommt denn da? Da kommt wieder Rab-E. Hier nicht irgendwo der Schweizer Käse? Ich weiß aber nicht wo. Da, da ist er. Da ist das Stück Käse. Bei Ideal.
hier. Auf so Gleisanlagen, da könnten so viele... Und wenn da nur leere Fahrzeuge stehen würden. Wäre schon cool gewesen, wäre schon cool gewesen. So. Und jetzt haben wir auf jeden Fall einen Regionalexpress. Der auch anscheinend gut durchkommt. Ich weiß, dass wir gleich abbremsen müssen. Von der Geschwindigkeit her. Ja. Nächster Halt, Luzern. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt hat man wirklich eine grüne Welle, ne? Aha. Soll ich die Siefer-Taste drücken, damit der mir dann wieder sagt, ich kann beschleunigen? Nachdem ich gebremst habe. Interessant. Hier ist jetzt Tempo 90 angesagt. Regulär. Jetzt kommt ein Halt erwarten. Das macht's nicht besser. Ja, wie ist... Die Bremse aber ein bisschen buggy, ne? Wieso ist die jetzt noch... Ich bin jetzt voreingegangen, ja, als Vollbremsung. Ach so, der hat die nicht mit... Der hat die nicht komplett gelöst. Ah! Okay. Jetzt schon wieder. Nicht alles... So. Jo. Jetzt habe ich natürlich auch so viel Streckenkenntnis hier. Dass ich noch nicht mal weiß, wann ich dieses Signal sehen werde. Jetzt sehen wir es. Tatsache, ich muss die Siefer drücken, damit der mir dann entriegelt. Hier interessant. So, wir haben Halt. Wir drücken mal Steuer kontaktieren. Auf Signalwechsel warten. Was ist denn da überhaupt am Bach? Der schickt uns hier ins Gegengleis. Okay. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das ist jetzt unerwartet. Gegengleisfahrt. Ja, okay. Warum nicht, ne?
Jetzt ist sie da. Das ist natürlich schon spannend, also wenn man sowas da drin hat. So. Ist der Sand wirklich so laut? Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. So. Perfekt. So. Das ist wirklich interessant. Fall ich echt auch dann hier auf dem Gegengleis? Hm. Spannende Frage, ne? Wirklich eine spannende Frage. Okay, das war nicht mal unser Signal, das war eins auf dem Nebengleis. Mhm. Vorsignal, ja. Ah, jetzt fühlt es sich zumindest wieder deutsch an, ne? Die Autobahn ist mir noch nie aufgefallen, links. Die Brücke da ist mir echt noch nie aufgefallen bei dieser Strecke. Mm-mm. Ah ja. Gegengleisfahrt. Hm. Oh, hier ist auch Verkehr. Muss man schon sagen. Ein bisschen vorhanden. Das ist schon nett. Hatte ich schon ein nettes Ding. So. Rechts grün, links rot. Mhm. Auch ein interessantes Signal eigentlich. Aber gut. Piept denn jetzt? Hat er gerade Zug angezeigt werden, ne? Nö. Ich weiß nicht, was hat denn da jetzt gerade gepippt? Das habt ihr auch gehört, ne? Was war das? Hm. Keine Ahnung. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt runtergehen. Kriegen gleich bestimmt 40 hier in der Bahnhofseinfahrt. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir von da vorne überhaupt fahren.
Keine Ahnung. Oh, schnell wird es nicht sein, wollte ich doch sagen. So. Jetzt sie mir rollen. Ist eine Heldin. Ja, wir sind sogar pünktlich. Das ist krass. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier sogar pünktlich aus der Nummer rauskommen. Okay, da ich die da angeschaltet habe, habe ich auch nicht mitgerechnet. So. Wunderbar. Also der Zug, wo ich sagte, der bleibt hier stehen. Nein, der ist nicht stehen geblieben, der ist auch wieder weg. Wie man sieht. Wunderbarchen, anhalten. Zack, zack. Aber man fährt aus. Wie gehabt. So, damit haben wir die Tour auch fertig. In 20 Minütchen. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken mal eine andere Uhrzeit. Zurück zum Fahrplan. Machen wir so. Genau. Und fahren dann einmal mit so einer Regionalbahn. Mal gucken, wie lange die. Also, das wäre jetzt 20 Minuten Tour mit dem RE. Ja, ist ganz nett. Also, wirklich ist ein bisschen mehr zu tun als vorher. Na, unterm Strich eigentlich noch zu wenig. Der hier ist interessant. Der hat 1:20, warum auch immer da stehen. Der 22:40. Das müssen doch Tippfehler sein, oder? Das kann ja nicht anders. Naja gut, gucken wir mal hier rein. Hier die Fahrten, die gehen auch. Ja, die geht 1 Stunde. Flirts to Depot. Also wir haben... und Depotfahrten sollen zum Teil 1 Stunde dauern. Ansonsten auch wieder die typischen Depot-Service. Okay. Und dann auch so 20 Minütchen, 20 Minütchen, 10, 25. Das sind schon einige Fahrten. Hier die S1, der RE. Da sind schon Touren am Start. M-Brücke. Er hat schon gut Fahrten reingehauen. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber das ist halt wirklich anscheinend alles. Und da muss ich sagen, wir werden jetzt doch, weiß ich nicht, machen wir noch so eine Tour. Wir fahren noch einmal Linzburg-Luzern. Um 18 Uhr oder so. Das sind 10 Minütchen. Ja. Wenn da jetzt wieder nur 3 Züge im Bahnhof stehen, ne, dann muss ich sagen, ist okay. Ich meine, cool. Besser als nix. Und auch mega geil, dass sich da jemand dran gesetzt hat und das gemacht hat. Aber
Also ein bisschen fehlt da halt noch, glaube ich. Weiß nicht, ob da Güterzüge unterwegs. Mann, wo ist mein Auto? Krass auch, wie lang dieser Abschnitt ist. Also das hat schon mal nicht funktioniert. Und jetzt praktisch ist echt die Frage, wo ist mein Zug? Aber, Leute, wir haben noch was anderes. Wenn ich gerade sehe, wie weit diese Strecke hier reingereicht, ne? Und da kann man ja regulär nicht hin. Und ich habe eine Mod am Start. Das ist mir jetzt egal. Machen wir einfach mal eine 363. Leerlokomotive erscheinen lassen. So. Das ist jetzt ganz spontan, weil dieses sofort hat ja nicht funktioniert, habt ihr ja gesehen. Aber wenn wir schon mal hier stehen, dann kann man sich doch mal angucken. Ich hoffe, da kommt jetzt gerade nicht ein Zug von hinten an. Nö, Moment nicht. Dann kann man da nämlich auch mal hinfahren und sich das angucken. Route setzen. Zack, zack, zack. Und ich sag mal, bis hier müssen wir mal kommen. Das sollte ja wohl hinhauen. Jetzt hat er mir oben noch mehr Bugs rein. Also da muss schon irgendwas... Aha, der Tunnel geht in die Richtung. Okay. Gut, probieren wir einfach mal aus. Den an, den mal eben umsetzen. Bin ich mal gespannt. Und hier unten ist auf jeden Fall Bewegung, ne? Der fällt wieder in das Gegengleis. Ist das da gerade... Ja, der fährt auch ins Gegengleis. Ich frage mich wirklich, soll das so sein oder nicht? Keine Ahnung. Fakt ist auch, diesen Streckenabschnitt sind wir auch noch nie gefahren. Unsichtbare Wand sagt nö. Regulär an dieser Stelle. Oder kommt da gleich noch ein Bahnhof? Nee, eigentlich nicht. Und für sich ist hier gleich Sense. Egal, wir fahren gleich bis zum Ende durch. Und mal gucken, wie weit wir hier kommen werden. Und bis hierhin auf jeden Fall, ne? Sieht man ja. Man hatte ja sogar angefangen gehabt, hier hinten noch auszugestalten. So ein bisschen. Und jetzt nicht mehr. Wo sind wir jetzt? Ach, guck mal, wie weit das noch geht. Ist zwar nicht fertig geworden, ne? Aber irgendwie ein Stausee. Aber der Gedanke war wohl da, dass man hier wirklich noch weiter baut. Und dann hat er wohl eine Zeit... Und fehlt, keine Ahnung. Interessant. Da hinten kommt ein haltzeigendes Signal. Was jetzt nicht für uns spricht, aber auch nicht gegen uns. So.
Das ist ja wirklich ein gutes Stück noch, ne? Bis hierhin, also... Wenn ich jetzt so die Distanz sehe, ne? Das ist ja quasi bis hier oben. Wie wenn man... bis hier zu dem Bahnhof gefahren wäre. So von der Distanz her. Das ist schon krass. Also haben wir nochmal einen Mehrwert von fast 10 Kilometern, die man eigentlich regulär nicht fahren kann. Wieder was gelernt. So, und jetzt ist das Gleis zu Ende. Sieht man auch eine Tafel in die falsche sitzen. Jetzt sind wir am Ende. Zumindest laut der Karte sind wir jetzt hier am Ende. Das Ende wäre also hier. Und ab hier dürften keine Gleise mehr liegen. Jetzt wird es noch interessant. Aber ich denke, da wo der... Bis dahin kommen wir noch und dann ist hier wirklich Sense. Mal gucken, ob wir jetzt entgleisen oder nicht. Ja. Da liegen keine Schienen mehr. Sehr schön. Gut. Ja, das ist auf jeden Fall diese Fahrplan-Mod. Ist also auch noch teilweise ein bisschen buggy. Aber wir haben uns mal diesen Nebenarm mal angesehen. So, wir können noch mal gucken. Strecke auswählen. Was haben wir denn noch so? Eine Tour machen wir noch. Ich weiß es nicht. Dann suchen wir uns mal hier was anderes Willkürliches raus. Luzern-Lenzburg. So, von Luzern aus kann man auf jeden Fall dahin. Ich hoffe, wir nicht wieder irgendwo nirgendwo spawnen. So. Ja, wir sind hier im... Wow, also das ist jetzt schon krass. 17 Uhr. Und der Bahnhof ist echt gut gefüllt, ne? Also, wir können mal gucken. Hier stehen jetzt... 1, 2, 3... 4... Ja, 4 Züge. Das ist schon cool. Und die waren ja eigentlich... Wenn man es genau nimmt, müssten die auch alle gleichzeitig abfahren. Das ist schon krass. Wie gesagt, eigentlich haben die alle gleichzeitig Abfahrt gleich. Wenn wir hier ja in der Schweiz sind, haben wir ja so diesen typischen Taktfahrplan, ne? Entschuldigung. Also das ist jetzt echt krass. 17 Uhr und der Bahnhof ist... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, da wäre jetzt so gemütlich wie vorhin auch. Nein, also teilweise steht doch ein bisschen mehr dran. Anscheinend. Mal schauen. Wenn die jetzt wirklich alle gleichzeitig die Ausfahrt haben, ne, in so einem Minütchen. Da gehen die Türen zu. Ja. Wir haben sie zeitgleich oder so gut wie, ne? Aber wir haben mit dem schon fast eine Parallelausfahrt. Das ist ja schon krass.
So, jetzt fahren wir raus. Und der Kollege fährt wahrscheinlich direkt hinter uns raus. Wir haben auch demnach noch Halt. Was auch ganz spannend ist. Wir müssen also wirklich warten, bis der Kollege dann nach vor uns rausgefahren ist. Ja. Fährt ja auch noch. Fährt auch hier hoch, ne? Das ist jetzt ja wirklich interessant. Das heißt, die fahren alle hier entlang. Fahren wirklich alle hier entlang. So, die Fahrstraße ist frei. Jetzt fahren wir aus. Wahrscheinlich kommt da hinten dann schon der Rote gleich hinterher, oder wie läuft das? Ich denke mal. Das ist natürlich schon cool. Na klar, man hätte jetzt hier natürlich auch noch so als Fahrzeug gehen. Implementieren können hier in dem ganzen Bereich links. Ne? Das ist. Letzte Sachen finde ich schade. Das ist halt alles ein bisschen kahl. So, das Zeug neben uns herum. Na dann. Oh. Stimmt, wir fahren jetzt ja nach ETCS. Dann ist das ja eine andere Nummer. Halt das M-Brücke. Also das muss man schon sagen, Verkehr ist okay. Das ist schon cool. Also wenn hier wirklich viel Betrieb ist, finde ich das schon nicht schlecht. Jetzt haben wir wieder einen Halt erwarten. Was sagt eigentlich mein ETCS in dem Fall? Nix. Doch, das zeigt mir an. Doch, der macht eine Bremskurve, das zeigt er mir an. Alles klar. Glaube ich. Weiß ich nicht. Zeigst du mir eine Bremskurve an? Weiß es nicht. Wir müssen jetzt sowieso runterbremsen, ne? Unabhängig vom Signalgedöns. Ah, ne, brauchen wir nicht. Wir haben sogar noch ein paar Stationen mehr.
haben wir ein bisschen Verspätung. Auch nicht so prickelnd. Naja, M-Brücke, Hörsteg links. Alles in meinem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefällt. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Ja, wir machen einfach hier diesen Triebzug so langsam aber sicher zum Stehen kriegen. Schon mit der Minutverspätung. Ich bin ein schlechter Bruchpilot, glaube ich, ne? So. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Ich glaube, den Kollegen haben wir hinter uns. Ich war aber gar nicht den Doppelstockzug, da war der andere, der auf dem Nebengleis vor uns stand, ne? Ja, und der ist auch da. Hier ist schon wieder was anderes dran. Ja, also da ist schon Bewegung. Und das muss man sagen, ist schon cool. Aber wie gesagt, so also das Einzige hat mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist wirklich so Abwechslung. Am Gleisrand. Ziel erfüllt. Ja, Abwechslung am Gleisrand. Also, teilweise Güterzüge, die irgendwo rumstehen, Güterwagen. Solche Sachen. Die fehlen mir. Ansonsten macht das Ding ja schon guten, schönen Eindruck. Gibt natürlich auch noch die Fahrten zu den Depots. Ja, kleine Bugs anscheinend. Naja, wie dem auch sei. Alles in allem. Ja, macht ja doch einen netten Eindruck für neben zwischendurch mal. So, und damit sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.